Hallo zusammen, ich bin Carola von Dylan Linz und Tag 3 der Frühlings-Sommer-Serie ist heute. Und ich habe am Freitag auf meinem Facebook-Kanal diese Ostergeschenke gezeigt. Und es haben sich dann die Mehrheit hat dann darum gebeten, dass wir den Hasen gemeinsam kolorieren. Für alle drei ist leider nicht die Zeit. Und ich habe damals gesagt, okay, wer meinen Kommentar da lässt und sagt einfach, welches dieser drei Tiere ich kolorieren soll, das wird dann gezeigt im Video. Das heißt, wir machen heute gemeinsam den Hasen. Ich habe schon einmal vorbereitet dieses Ostersäckchen mit den Süßigkeiten darin. Diese findet ihr im Frühlings-Sommer-Katalog. Die nennen sich bedruckte Zellophantüten mit Boden und würden auch natürlich für Weihnachten gut passen. Die haben so Muster mit drauf und da passt ganz schön viel rein. Verschlossen habe ich das Sackerl mit dem Geschenkband. Das nennt sich Saumband in Knitteroptik. Auch das habe ich am Freitag auf Facebook gezeigt. Das kann man ganz leicht einfärben mit den Stampin' Blends oder den Stampin' Write Markern. Weiße Bänder, die kann man ja relativ gut verwenden und für die eigenen Zwecke dann einfärben, je nach Farbe, die man braucht. Und heute, wie gesagt, konzentrieren wir uns auf das Kolorieren. Ich hole euch dann gleich noch ein bisschen näher ran und wir arbeiten mit dem Stempelset Osterschatz. Hier findet ihr den Hasen drinnen. Dieses Stempelset ist ein Gummistempelset. Und ich habe mir den Hasen schon einmal von Acrylblock montiert. Und weil wir mit den Stampin' Blends arbeiten, ich habe hier mein Sortiment an Stampin' Blends. Das sind Stifte, bei denen die Trägerflüssigkeit auf Alkoholbasis ist. Heißt, wenn ihr, also die kann man relativ gut verblenden, die Farben miteinander. Und man kann dann, wie gesagt, Bänder einfärben oder Perlen oder Strasssteinchen einfärben und die Trägerflüssigkeit trocknet relativ schnell. Und dadurch wird dann die Farbe auf dem eingefärbten Teil dann permanent. Wir müssen dadurch mit Memento-Stempelkissen arbeiten. Das funktioniert nicht mit wasserfester Tinte, sondern nur mit wasserlöslicher Tinte. Das ist also ein paar, Paradoxon, dass wir für Alkohol die wasserlösliche Tinte brauchen und wenn wir mit Wasserfarben arbeiten, brauchen wir das wasserfeste Stempelkissen. So, mein Hase ist jetzt einmal ganz, ganz plan, einfach nur gestempelt auf Flüsterweiß. Noch einmal kurz zur Info, ich habe hier verwendet die lagenweißen Quadrate, die findet ihr im Jahreskatalog. Zum einen das Flüsterweiß mit dem geraden Quadrat und den Hintergrund in Bermuda Blau dann mit den Wellen. Ich habe das Ganze schon mit meiner Stanzmaschine ausgestanzt und jetzt hole ich euch ein bisschen näher ran, sodass ihr mir beim Kolorieren zuschauen könnt. Ich habe hier verschiedene Auswahl an Stampin' Blends. Zum Beispiel habe ich jetzt da das dunkle Savanne, der helle Savanne. Wir nehmen dann für die Bäckchen vom Hasen noch das Zartrosa. Das ist aber ein bisschen jetzt zu nahe, dass ihr da das seht. Dann braucht man vielleicht fürs Gras habe ich dann das Olivgrün. So. Fokus. Und für den Himmel habe ich hier noch, was nehmen wir da? Ich habe hier dann noch Aquamarin. So. In dunkel und in hell. Das ist mal so mein Sortiment an Farben, wo ich mir gedacht habe, das könnte für den Hasen ganz gut passen. Ich beginne immer mit der hellsten Farbe und färbe mir mal alles so weit ein, wo ich mir denke, das könnte hell werden. Gehe aber da jetzt nicht auf den gesamten Hasen, sondern immer nur so Teile. In dem Fall nehme ich jetzt den Fuß und den Rand, wo ich mir denke, dass dieser Teil könnte im Schatten liegen. Den mache ich etwas dunkler. Das Ganze verblende ich mit dem helleren Stift wieder in Richtung der hellen Farbe. Also wenn ich mir denke, die Sonne kommt von rechts heroben, schaue ich, was liegt dann im Schatten. Jetzt gehe ich auf den nächsten Teil, das ist dieses Pfötchen. Da könnte dann das hier im Schatten liegen und etwas dunkler sein. Und wieder mit dem hellen Stift verblenden. Dann gehe ich hier auf das Brustbein auf den Brustkorb vom Hasen, wieder rechts herüben.
ist es dunkler. Dann nehmen wir wieder, jetzt hätte ich fast den falschen Stift genommen, wieder den hellen, gehen auf das linke Pfötchen vom Hasen, wieder herüben, so einen Schatten machen mit der dunklen Farbe. Und nicht wundern, es kann sein, dass zu Beginn das Ganze ausschaut, wie wenn alles ein Farbton wäre. Allerdings trocknet natürlich auch hier die Flüssigkeit, die Trägerflüssigkeit, und dann wird das Ganze etwas dunkler. Und hier gehe ich links herüben dran, weil alles, was näher beim Körper ist, ist meiner Meinung nach, ich bin jetzt kein Farbenspezialist oder auch kein Zeichenspezialist, aber alles, was ein bisschen näher am Körper ist, ist etwas dunkler als der Rest. Dann komme ich bei den Öhrchen oben dran. Da mache ich links herüber ein bisschen dunkler. Einfach dieses Hell-Dunkel erzeugt einfach dann einen Schatten und ein bisschen eine Dimension bei unserem Häschen. So dass das Ganze ein bisschen dreidimensional ausschaut. Dann gehe ich über das gesamte Gesicht, lasse dabei allerdings die Nase und die Zähne aus. Und wir haben gesagt, ja, die Sonne kommt von da rechts, rechts oben. Das heißt, der Hase ist auf der linken Seite etwas dunkler als auf der rechten Seite. In meinen Augen. Und verblendet das Ganze, die beiden Farben. Es ist der gleiche Farbton, es ist nur dunkler und heller. Und wenn ich der Meinung bin, das ist noch zu wenig, gehe ich nochmal mit der dunklen Farbe drüber und verblende das Ganze noch einmal in Richtung der hellen Farbe. Und ihr könnt jetzt schon erkennen, dass ich hier sozusagen ein dreidimensionales Motiv erzeugen kann, indem ich nur mit den hell und dunklen Farben spiele. Dann nehme ich hier das Hellrosa. Das Hellrosa ist in den Ohren drinnen. Und das dunkle Rosa, da komme ich so von unten nach oben ein bisschen rauf. Auch die Pfötchen. Auch die haben für mich einen rosa Farbton. Auch ein bisschen dunkler machen das Ganze wieder. Und wir haben ja ein fröhliches Häschen. Und unser fröhliches Häschen hat eine rosarote Nasenspitze. Und rosarote Bäckchen. Ich kann da mit dem rosa Farbton ein wenig drüber gehen. Na, es geht schwer zu, soll aber auch gut halten. Und das Weiße vorne ist mir ein bisschen zu weiß. Da gehe ich ran mit dem hellen Schiefergrau, mache ein bisschen Farbe rein, nicht viel. Und verblende dieses helle Schiefergrau mit einem durchsichtigen Stift. Das ist nur der Farbaufheller, der Blenderstift. Und dieses verblende ich dann Richtung Weiß. Ich nehme da jetzt am besten die Pinselspitze. Und das verblenden wir Richtung diesen weißen Schopf, den der Hase da hat. Um das Ganze einfach noch ein bisschen plastischer zu erzeugen. Ach ja, ich habe noch vergessen, ich habe hier noch im Stempelkissen drin, Stempelset drinnen, Gras, so Grasmotiv. Auch das wollen wir uns noch kurz aufstempeln, weil unser Häschen sitzt im Gras, im Rasen. So, Stempelkissen kann weg. Ich nehme jetzt eben, wie gesagt, das Olivgrün und gehe da einfach einmal so drüber und mache den beim Hasen einen Hintergrund. Passt mir nur auf dabei, dass sie hier nicht in den Hasen reinmalt. Wie er schaut, wenn der jetzt dann grüne Flecken hätte. Und mit dem dunkleren Olivgrün kann ich mir nochmal den Rasen so anzeichnen. Da ist es für mich persönlich egal, das ist künstlerische Freiheit, wenn das jetzt nicht ganz so akkurat ist. Und auch das verblende ich wieder Richtung diesem hellen Olivgrün. Da haben wir noch bei dem Pfötchen. Und dann kommt für mich noch der Himmel. Ich gehe mal her im ersten Schritt und mal alles großflächig mit dem Aquamarin an.
Der ganze Hintergrund wird aquamarin. Blauer Himmel. Wenn ihr hier nicht ganz, also es muss nicht ganz plan angemalt werden, weil der Himmel hat ja auch nicht immer alle Farben ganz, ganz einheitlich. Es darf ruhig ein bisschen fleckig sein, finde ich jetzt persönlich. Und dann von oben nach unten noch einmal ein bisschen hell, dunkler werden. Vielleicht auch rund um den Hasen noch ein bisschen dunkler. Und dann verblende ich das Ganze wieder mit meinen Stampin' Blends. Die beiden Farben zusammenfinden. Und das war jetzt einmal im Schnelldurchlauf das kolorierte Häschen. Und ihr könnt jetzt schon erkennen, beim helleren Farbton ist jetzt die Trägerflüssigkeit schon etwas verdampft. Von daher kommt dieses Hell-Dunkel-Spiel noch deutlich heraus. Ich nehme dann Stampin' Dimensionals, gebe auf die Rückseite hier drauf. Worauf ihr achten müsst bitte bei den Stampin' Blends, die Alkoholtinte, die geht durchs Papier, durchs Flüsterweiß. Das heißt, hier immer dann mit einer Lage arbeiten. Darum habe ich auch jetzt dieses ausgestanzte Bermuda-Blau und habe mir das Bermuda-Blau insofern genommen, weil man da gedacht hat, das passt mir zum Aquamarin, zum Hintergrund, aber ich wollte nicht bewusst nicht ganz Ton in Ton gehen und klebe mir hier auf meinen Hintergrund mit den Stampin' Dimensionals klebe ich dieses Häschen auf. Jetzt hole ich wieder ein bisschen weiter raus. Und dann habe ich, das ist mein Prototyp, Ostersäckchen. Ich habe hier das vorbereitete Ostersäckchen. Ich habe das Ganze verschlossen eben mit dem Saumband. Und dann noch einmal bin ich mit der Klammer dran gegangen und die Klammer von hinten nach vorne, sodass diese Öffnungen, bei der man sich vielleicht verletzen könnte, dann versteckt wird. Nehme das Abreißklebeband auf die obere Seite von unserem Auflieger, gebe ich dieses Band drauf, Schutzfolie abziehen und mit dem verdecke ich dann meine Öffnungen von der Klammer. Man kann das jetzt grundsätzlich schon so lassen, wenn man möchte, aber mir ist das noch nicht genug. Ich brauche jetzt noch Farbkarton. Ich habe hier Savanne verwendet, habe den Spruch vom Osterhasen. Den stempeln wir jetzt auch noch ganz schnell in dem Memento, in dem schwarzen Stempelkissen. Und dann habe ich hier noch die Stanze klassisches Etikett. Da passt euch der Osterhase genau durch. Und hier nehme ich wieder ein Stück vom Abreißklebeband, gebe mir das hinten drauf. Schutzfolie abziehen und dann gebe ich das hier einfach so zwischen diese beiden Lagen oben rein. Und das ist eigentlich, ihr habt gesehen jetzt, wie schnell man doch kolorieren kann mit den Stampin' Blends. Ja, die Auswahl an Stampin' Blends, die Farben werden immer mehr. Das kann man auch am Abend beim Fernseher machen, neben dem Fernseher nochmal so einen ganzen Schwung kolorieren und dann einfach aufkleben. Diese Säckchen sind fertig, da braucht man nur ein bisschen was einfüllen und kann schon verschenkt werden. Ich hoffe, euch hat meine kleine Anleitung zu den Stampin' Blends gefallen. Ich arbeite eigentlich sehr gerne damit, oft nehme ich mir nur nicht die Zeit dazu, aber eigentlich müsste ich mich selbst an meiner eigenen Nase nehmen und sagen, ja, es geht doch eh verdammt schnell, wenn man diese mit den Stampin' Blends kolorieren möchte. Schneller als mit der Aquarellfarbe, weil die muss nachher noch trocknen. Das ist ja schon trocken mittlerweile. Morgen sehen wir uns schon wieder zum vierten Tag in dieser Serie und am Freitag, Samstag kommen noch Videos von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch eine kreative Zeit und bis morgen dann. Tschüss!